So, hi Freunde, zurück zu Battlefield. Wir suchen immer noch die Typen hinter den Bäumen. Oder ich. Ich raff nämlich nicht ganz, wo die sind. Aha. Aha. Das gibt's doch jetzt nicht. Warum werde ich immer so oft getroffen? Ich glaube, ich sprint jetzt mal darüber. Und zwar aus dem Grund, dass ich hier vielleicht ein bisschen bessere Sicht habe. Aber ich sehe überhaupt nichts. Hä? Leute? Die Sau liegt da am Boden. Keine Ahnung. Wir gehen ab durch die Mitte. Kurzstrecke. Ja, ab durch die Mitte. Am sichersten. Haha. Los da hoch. Bewegung, Bewegung. Kontakt voraus. Okay. Das ist auf jeden Fall gar nicht gut, jetzt hinter so einem Baum sich zu verstecken. So, das war's mit dem. Ja, ist gut, ganz ruhig. So, aus. War's das? Also ich habe jetzt keinen mehr gesehen. Aha. Das raff ich jetzt irgendwie nicht. Aber anscheinend ist da irgendwo noch einer. Jetzt habe ich gerade die Rakete gesehen, aber den Typ nicht. Wo ist der denn? Ist doch gar keiner. Oder ist es der da? Ach, der steht da hinter dem Baum, ey. Super. Ich hab den gar nicht gesehen. So, aber jetzt geht's weiter. Auf, Jungs. So. Okay, was ist mit dem? Verdammt! Russische Fallschirmjäger. Echte Russen, was hat das zu bedeuten? Vielleicht arbeiten sie für Kafarov. Oder so, Steve. Ich mache mir Sorgen, dass wir ein wenig unterbesetzt sein könnten. Wir haben was zu erledigen. Die Bomben. Das ist Misfit. Reden wir drüber. Mhm. Okay. Also wenn die Russen dann noch bei dem im Team sind, dann wird's ziemlich heftig. Was war denn das gerade für ein Geräusch? Das hat sich ja jetzt echt ein bisschen komisch angehört. Ach, die sind bei uns, oder wie? Ah. Das ist natürlich beruhigend. Wow. Das ist. Gottverdammte Scheiße. Ganz im Gegenteil. Kommen wir nie und nimmer durch. Keine Chance. Ziemlich unberuhigend. Feindliche Einheiten stellen sich auf. Die Fallschirmjäger haben die kürzeste Route gewählt. Was zum Teufel geht hier vor? Sie sind aus dem gleichen Grund hier wie wir, Sergeant. Sind wir im Krieg mit Russland? Meinen Sie das? Wurde auf dich geschossen? Ja. Laut Doktrin könnt ihr schießen, wenn auf euch geschossen wird. Das ist kein Krieg. Jedenfalls nicht technisch gesehen, verstanden? Ja, Sir. Aber nur Selbstverteidigung, oder was? Glaubt ihr, die Russen sind nur zum Vergnügen hier? Die retten ihre Ärsche. Wir wissen, dass sie mit der PLA zusammenarbeiten. Und jetzt los! Okay, wir beenden einen Krieg, indem wir einen neuen anfangen. Was für ein Scheißspiel! Montez, du hast die Befehle gehört, also los! Okay, dann auf geht's. Da kommen wir nie und nimmer durch. Keine Chance.
Das sehe ich genauso. Ich bin gerade noch ein bisschen skeptisch, wie wir da so genau uns durchschlängeln wollen. Ziele, Turm MG, Truppen. Turm MG. Werde beschossen. Ausschirmen. Schirm ausverlassen. Ziele voraus. Einfach mal drauf. Ach du Heilige. Ach so. Oh. Oh, 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 oh. Das war nicht gut. Ich sehe kein bisschen was. Ich glaube, da war einer. So. Auf geht's! Oh Gott. Da war eine. Hey, du bleibst liegen. Der war bei uns, oder wie? Oder der ist bei uns. Der da hinten. Okay. Mein Stützpunkt hier, der fällt auseinander. Uah. Gar nicht gut. Über den Kamm kommen noch mehr Fallschirmspringer. Feuerschutz! Ja, da kommen endlos. Wie sollen wir das überleben? Aufpassen. Wie sollen wir das nur packen? Ich würde sagen, einfach mal drauf. Scheiße. Ach, der ist gegen uns. Okay. Das wär's auch mit dem. Dann der noch. Boah, Leute, Leute, Leute. Lass mich da durch. Ich glaube, wir gehen mal einfach mal ein Stückchen weiter vor. Das war nicht klug. Feuer einstellen! Feuer einstellen! Rein da! Matt, komm gut. Halt die Augen auf. Ach, wir haben auch noch einen Granatwerfer. Ah, das ist sehr praktisch. Okay, was jetzt? Auf jeden Fall fliegen da ziemlich viele. Wir müssen sofort auf die andere Seite ja, Passagierflugzeuge nehmen. Wie heißen die denn? Frachtflugzeuge, was weiß ich. Sie strecken ihre Pfoten nach Kafarov aus. Ihn wollen wir uns greifen. Seinetwegen sind wir hier. Wir rücken weiter vor zum nächsten Kontrollpunkt, verstanden? Verstanden. Gegenangriff! Kontakt! Baumgrenze vor uns! Fallschirmjäger! 200! Schnell nacheinander! Feind hinter Deckung! Fern! Ach du Heilige! Oh nein! Ach du Heilige. Das ist gar nicht gut, Leute. Oh Mann. Boah, ich verreck hier noch. Puh. Nein. Wo zur Hölle steckst du? Direkt vor mir. Das war so klar. Hintereinander gehen und Augen offen halten. Verstanden. Der legt sich da einfach hin. Wie unverschämt ist denn das bitte? Okay. Dann auf jetzt. Ich bin natürlich der Letzte. Ich werde wahrscheinlich gleich erschossen. Wie es aussieht. Boah. Heftig, heftig, heftig. Knall sie ab.
Ich glaube, ich hau da mal so eine Granate rein. Das war doch gar nicht so schlecht. Gottverdammte Scheiße! Was zur Hölle? Dieser Turm! Nein! Um das einfach mal auf Video zu haben. Wow. Heftig, heftig, heftig. Aber es sieht auf jeden Fall ziemlich geil aus. Nein, das war nicht gut. Das war gar nicht gut. Nein! So, der ist auch weg. Was hältst du von dem? Wer hat noch nicht? Wer will noch mal? So. Ich habe keine Muni mehr, fällt mir auf, ne? Super. Da muss ich jetzt eine neue Waffe holen. Habe ich die jetzt? Nee, habe ich nicht. Super. Ich brauche eine neue Waffe. Verdammte Axt. War kein Teambeschuss. Dahinter ist doch einer. Super, was mache ich denn jetzt bitte? Was soll ich denn jetzt machen? Einfach mal draufziehen, keine Ahnung. Da kann ich doch jetzt nichts machen. Ich habe keine... Super, was soll ich machen? Was soll ich machen? Ich hol mir eine neue Waffe. Nein, das war nicht gut. Das war gar nicht gut. So. Wow. Die Waffe, mit der kann ich gar nicht schießen, irgendwie. Total bekloppt. Ich brauche auf jeden Fall eine andere Waffe. Aber dazu muss ich die jetzt erstmal alle umnieten. Aber genug Muni für die habe ich auf jeden Fall. Wir müssen raus aus dem Beschuss und uns zusammen. Wie findet ihr die Waffe? Also, mein Fall ist jetzt nicht. Ich mag eher so. Warte, kann man. Nee, guck, das ist so eine Einzelschuss. Ey, das war doch getroffen, oder? Und ich habe keine Muni mehr. Ich habe keine Muni mehr. Was mache ich jetzt? Boah. Gut. Das. Nein. Auf jetzt. Das ist zwar ziemlich lächerlich jetzt, aber was soll's. Tschüss. Und der braucht ja nur noch einen Schuss, von dem er... Tschüss. Dann nehme ich mir jetzt noch eben was mit. So. Gut, wir haben die alte Waffe wieder, das ist sehr schön. Das ist sehr schön. Der latscht da einfach mal so rum. Was ist... Da war doch gerade einer, oder? Habe ich den erwischt? Der lebt noch. Wie viel hält denn der aus? Das sind die Russen. Das kommt, macht der viele Wodka oder was?
Okay. War's das? Da. Das war's. Sehr schön. Das war doch mal jetzt fast ganz fehlfrei. Sergeant Campbell, bereit machen. Sir, wir sind nicht stark genug für eine russische Brigade. Vielleicht sollten wir das überdenken. Das ist taktische Kriegsführung, Sergeant. Wenn's dir nicht gefällt, dann geh doch zur Air Force. Männer, ihr habt mich bisher noch nie enttäuscht. Und deshalb erwarte ich von euch, dass ihr das schafft. Absolut. Nein, Steve, es tut mir leid, aber das ist total unsinnig. Und ich habe ernsthafte Bedenken, deshalb... Sergeant Campo, Blackburn, fortfahren wie geplant. Das sind Jets! Aber nicht unsere, oder? Scheiße! Hat er uns gesehen? Hat er uns gesehen? Oh, Scheiße, er geht um! Das sieht nicht gut aus. Leute, 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 Leute. Wohin? Wo ist er? Was war denn das jetzt? Fragezeichen. ich war eigentlich direkt hinter dem, aber auch gut. Okay, diesmal weiß ich wenigstens, was da jetzt kommt, aber... Wohin? Okay, da müssen wir jetzt... hier bleiben, oder wie? Wow! Wow! Das sieht gar nicht gut aus. Wo sind die Dinger? Die Fahrzeuge! Kacke! Er kommt zurück! Ja, er kommt zurück. Gut, Campo, ich hoffe, der erwischt uns jetzt nicht. Ich bleib mal ganz dicht da dran. Den Leichtpanzern waren Stinger! Boah! Das war die letzte! Kommen wir da ran? Wir müssen! Komm schon, Mann, los! Beeilung! Jetzt geht's los! So, schnell! Boah, das war sehr knapp für Metzlich. Such die Singer! Sie ist im Growler! Sie sind abgeschnitten! Und bleib! Ja, ich hab noch keinen Zielpunkt. Boah, hinlegen, hinlegen, hinlegen. Boah. Heftig, 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 heftig. Wohin, wohin? Können wir da nochmal rein? Ja, hier. Gut. Vorwärts, Scheiße, vorwärts! Kannst du nichts machen? Blackburn! Montez, durchsucht den Growler! Jetzt wird gewinnt! So. Gut, da müssen wir nach das Dinger gucken. Das ist ja, glaube ich, diese Verfolgungsrakete. Okay, den holen wir uns. Den holen wir uns. Den holen wir uns und... aufkommen! War's das? Ja! Das war doch mal richtig gut. Oder Leute? Oh. Was ist mit Campo und Metkovic? Die sind beide tot. Oder zumindest... nein, beide. Na gut, ich weiß, was du denkst. Wenn ich was anderes gemacht hätte, wären vielleicht beide noch hier. Wir haben Krieg. Und im Krieg passiert sowas. Außerdem haben wir eine Aufgabe. Wir müssen Kafarov erwischen, und zwar als Erster, ob die Bomben nun da sind oder nicht. Es gibt kein Wir. Es gibt nur uns. Und dann gibt's noch dich. Ja, Leute. Dann ist also Campo und Metkovic von uns gegangen. Das war... ja, nicht gut. Wenn ich es mal so sagen darf. Das war gar nicht gut. Okay, nächste Mission. Kafarov. Also nehme ich mal an, das ist dann eine der letzten Missionen. Ich bin mir da jetzt nicht sicher, aber ich denk's einfach mal. Das sieht aber
aus wie so ein Apartment, oder wie so ein, ja, Apartment. Ziemlich schick. Sowas in Minecraft mal zu bauen, das wäre echt mal nicht schlecht. Muss ich mir echt mal überlegen. So mit viel Fenstern und so. Aber wir sind hier gerade in Battlefield, aber ich labe hier schon wieder was von Minecraft. Naja. Dann verloren sie also im Tal den Großteil ihrer Einheit gegen die Russen. Wer überlebte? Montez, ich selbst, Cole und ein paar andere. Hat Captain Cole ihre Leute in den Tod geschickt? Was? Nein. Das dachten sie doch insgeheim. Oder etwa nicht. Ich habe in Bosnien vier meiner besten Freunde verloren. Ein Raketenangriff. Der Typ, der Wache halten sollte, war eingeschlafen. 6 Monate war ich neben der Spur. Manchmal wollte ich ihn töten. Wir alle sprachen darüber. Ich glaube immer noch, dass alles seine Schuld war. Ich hätte Mitleid mit ihnen, wenn ihre Leute mir nicht noch mehr leid hätten. Denn sie wussten nicht, wer sie in Wirklichkeit sind. Sie hätten es verstanden. Und Sie? Hätten Sie verstanden, wenn Ihr Kamerad den Feind unterstützt hätte? Die Russen waren nicht unsere Feinde. Sie haben Ihre Freunde umgebracht. Schön locker, ganz locker. Während Sie noch im Iran im Einsatz waren, haben wir Bündelübertragungen zwischen Dima und seinen Handlangern in Kiew abfangen können. Er war zu der Zeit auch im Iran. Warum war Dima im Iran? Mit den Russen. Ja, das finden wir jetzt heraus. Определяющий сенсор высоты. Поставить на 500 метров. Кейс. Wieder Кирилл und Владимир. Wir sind wieder Дима. Пускайся на постоянном тоне. Установлено. Кислород включен. Красный включен. Красный включен. Красный включен. Красный включен. Wow. So, dann auf geht's. Alle, ja. Wow. Echt heftig. Also die Grafik ist echt richtig Hammer. Nochmal, um es nochmal zu betonen. Okay, aber ich denke, wir werden nicht bis ganz unten fliegen, oder? Kommt da vorher, das, also dazwischen dann noch irgendwie so eine kleine Sequenz. Ladesequenz. Ja, oder so. Und zack. Gut. Wo sind denn die anderen? Hier. Okay.